Keine Ahnung, wo die Beine wohl hinkommen. Wir haben wieder Besuch. Zwei, drei, vier kleine. Hör mal. Jetzt geht die. Ja, sind sie aber auch wie dran. Oh, Glück gehabt, alles hatte. Ja. Ein paar Medikamente nehmen. Ja, die sind schon wieder vor der Tür. Klong. Zack. Ach, ich liebe diese Fallen. Ich baue die nächste hier mal auf. Und ich wollte noch gar nicht aufheben hier. Komm. Leg dich mal ins SOS-Zeichen da. Na. Wo ist er denn? Ich bin schon wieder vor der Tür. Tun uns gerade nicht den Gefallen, dass wir irgendwie mal in die Falle rutschen. Ja, ich versuche jetzt so ein bisschen hier reinzulochen. Ja, den gefallen tun uns eher nicht. Nee. Warum ich noch nicht? Ich hab dir nichts getan. Scheiße, willst du dich mal kurz hier unterhalten und die hauen direkt zu? Nee, ich merk schon. Hey, hau ab von mir. Glück gehabt. Aber ich glaube, das ist nicht durchgehüscht. Ich muss gerade echt aufpassen. Ja, ich glaube, deswegen bin ich auch schnell nach oben. Ja. Habe ich denn meine Gesundheit? Habe ich denn meine Medizin? Kleine Steine. Aber keine Medizin mehr. Ich dachte, unser Medizinschrank wäre ziemlich voll. Aber irgendwo ist jetzt mal ja nicht. Mensch. Ich glaube, jetzt nicht ab hier. Da scheint wieder irgendwo was Großes rumzulaufen. Wir haben echt gut besucht. Noch sehe ich nix. Ich höre doch schon wieder was. Irgendwo. Irgendwo die Kleinen hier gerade sind. Yvonne macht sie platt hier, die regelt alles da draußen. Naja. Das sah ja jetzt witzig aus, das ist total weggeglitscht von. Ja, ich hab mich auch gerade gefragt, wo sie hin. Ja, ich hab von hier oben geguckt und das sah aus, als hätte den irgendeiner am Seil durch die Mauer gezogen, ganz schnell. Mach mal von die weg. Hat mir meinen Kopf geklaut. Du bist ein bisschen kopflos, hey? So. Nächste Falle steht schon wieder an. Aber hier irgendwo steht was, glaube ich, davor.
Ja. Wie gesagt, da ist einer. Oh, da ist die angebrannte da. Jetzt mal gucken, ob der Krieg ist noch von hier weg. Ich höre es doch atmen. Ja, die stehen da. Mhm. Hier stehst du. Mhm. Ich hab sie getroffen. Jetzt kommt was Großes. Also vor mir stehen wir über 2 oder 3 oder so. 2. Hat er dich bald auf die Übung geschossen da unten? Da kommt wieder was angelaufen. Oh je. Also irgendwie ist der eine hier verbuggt. Teilweise ist das ganze Spiel ein bisschen verbuggt. Hier vorne steht was vor der Falle, aber es will noch nicht rein. Da bist du, Kollege. Es ist auch komplett bewegungslos irgendwie und reagiert gar nicht, wenn man da. Ah, jetzt hat es mal wieder geklappt. So, einer ist tot. Den großen sehe ich nicht. Ich komme jetzt hoch. Das ist auch schön in die Falle. Auch noch hier so einen modernen Bogen, mit dem ich. Ja, 2 sehe ich noch. Ja, die kloppen, glaube ich, unten auf dem Turm rum, ne? Ja. Jetzt bin ich mal schön runtergefallen. Oh, das habe ich gerade. Und bin fast tot. Ja, süß. Ich kann aber gerade. Da ist der. Wieder hier schön zu. Einer, pass auf, einer läuft da am Tor. Was ist denn? Krieg ich den von dem Winkel, krieg ich den nicht, wissen der. Ja, das ist manchmal total doof, ne? Ja. Ich höre nur irgendwas, aber es läuft hier, glaube ich, hier unten drunter unter mir. Ja. Versuchst hier am Turm ranzukommen und ich will nicht auch nicht so weit nach vorne beugen, weil sonst. Sonst seht ihr das gleiche wie mir. Ja, ja. Das ist erstmal hier. Das ist Vögelchen, das brauchen wir gerade nicht. Also es scheint wohl alles direkt unter mir zu laufen. Ja, die kloppen direkt da unten rum. Warte mal, ich bin jetzt wieder ein bisschen regeneriert. Ich kann wieder rauskommen. So. Ah, da unten. Mhm. Oh, Entschuldigung. Aber da muss irgendwo ein... Hinter dir? Ja, da ist noch was. Warte, ich komme mal jetzt. Macht euch mal da weg gerade. Ich höre irgendwas Großes rumlaufen. Da hinten. Wo ich jetzt in die Richtung gucke, da kommt was Großes. Ja, was Großes Blaues.
kann man nicht nur eins, sondern... Oh, da kommt der große, da kommt der dicke. Mhm. Alles klar. Na, der macht ja nicht so viel Schaden, Gott sei Dank. Ja, der ist, ja, was heißen sie immer? Ja. Ja, eine Falle ist ausgelöst, hat auf jeden Fall was Großes mitgenommen. Ja, nicht ganz. Ja, hier ist was Kleines drin. Ja, manchmal nerven die. Wo ist der Dicke? Ich zieh dir mal ein bisschen ins Wasser. Wo ist das Dickerchen? Hier. Komm, wir gehen schwimmen los, komm. Ein großes auf jeden Fall scheint tot zu sein. So, der ist tot. Jetzt sind aber ziemlich... Ah, der Dicke läuft ja auch noch rum. Ja, der Dicke rennt noch. Wo ist er denn da hinten? Kommt wieder aufs Zug gerannt. Mhm. Ist wieder so ein bisschen... Der läuft hier unten. Also. Der ist immer so... tot. Ich hoffe, dass da eine Falle sind. Hat noch einen abgekriegt. Ich habe leider nur keine Brandpfeile. Ich arbeite mit normalen Pfeilen momentan nur. Ja, hat sie Falle. Jawohl. Hat sie ihn erwischt? Ja, ja, ja. Der Große ist weg. Okay. Aber da läuft immer noch irgendwas rum. Ja, was Kleines, glaube ich. Ja, was Kleines. Ja, ich habe mal nur Kleinzeugs. Komm runter, da kann ich was Großes ein bisschen ausschlachten. Du bist das. Ah, setz dich durch mal. Das ist ja Ding, oh, so, der Dicke da mitnehmen, ausschlachten. Haben wir noch irgendwas ganz Großes, was hier rumläuft? Das ist das ganz Große schon diesmal und hier, noch eins. Mal die Rüstung mitnehmen. Oh, durch nur noch einen Kopf. Oh, da bin ich von hinten hin. Ja. Aber die Frage immer ist noch, wo die Arme hingehören, ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist immer noch eine gute Frage. Warte mal. Die Pfeile nehme ich mal mit. So, wo ich jetzt hier gerade rumtanze, ist noch nicht so gut, weil ich genau in der Reichweite bin. So. Hat der Markus vielleicht wieder irgendwo so ein Totem in die Mitte in die Pampa gesetzt? Ja, das ist meine auch meine Vermutung, dass sie irgendwie, weil es ist ein 1, 2, 3 Arme, also es fehlen noch zwei Arme. Theoretisch. Ich vermute, dass das einfach wirklich ein Totem ist. Oh, irgendwie muss ich gerade mal quatschen, weil da irgendwo Musik im Untergrund läuft. Ja, das ist mein Handy. Ich weiß nicht, was heute los ist, sie. Die wollen alle was von dir heute, bla bla ja. Bla, damit was sich hören, weil nicht, dass YouTube wieder sich meckert. Was hat der denn da gebaut? Achso, ich weiß nicht, was heute los ist. Sonst ruft mich kein Mensch an, also. Die hier ist ein Totem im Zimmer, hier steht nämlich auch irgendwas. Ja, wie mit den Städten, wo wir hier sind. Ja, hier sind die. Hier fehlen noch zwei Arme. Ja, ich habe noch zwei Arme. Wo ich stehe, jetzt gerade. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei. Hier, wo ich stehe. Da ja, fehlen die. Irgendwo in der Pampa. Ja, ja, ja. Irgendwo.
So, zack, fertig. Zack, siehst du. Ja, siehst du. Und die Frage, wo die Stöcke hingehören. Ich kann sie zusammen. Oben. An die Abgrenzung von den von der Wand. Von dem Weg. Weißt du, da hast du den, haben wir den Zaun hingesetzt. Ich glaube, da gehören sie nämlich hin. Also der Weg über der Brücke ist komplett fertig. Oder da hinten ist ja noch das Baumhaus, weil ich gehören ja auch an das Baumhaus. Die sind auch schon fertig, komplett. Hm. Wegen Platz nicht. Echt drüber, den Turm. Nee, der Turm, der hat nur Hölzer. Die dicken, also der hat nur die Baumstämme. Ist im Haus vielleicht noch irgendwie was möbelmäßig oder so? Ja, kann auch sein, dass wir da noch was hingesetzt haben, ja. Wir brauchen nicht noch einige Stöcke. Aber es kann sein, dass wir die drin haben, ja.